So Leute, die Leute, die mir immer noch bei Instagram folgen, haben auch schon wieder ein kleines Preview gesehen. Und zwar, ihr seht schon, es sind noch mehr Zauberhandprodukte angekommen. Richtig nice. Ich freue mich da richtig hart drüber. Einfach, weil ich auch diese Firma unglaublich gut finde und die Produkte, die sie machen, unglaublich gut finden. Ich habe Sleeves bekommen, ich habe Inner Sleeves bekommen und an diesem USB-Light seht ihr schon, ich habe hier unten noch ein bisschen Platz gemacht, weil das Ding ist riesig. Ihr habt es euch gewünscht in den Kommentaren tatsächlich, dass ich die All Faces, zumindest die große Box, mal bekomme. Die ist die aktuelle, neueste Version. Die Limited Dune Edition kommt nächstes Jahr irgendwann. Dazu kann ich euch später noch ein paar andere Informationen geben. Wie das letzte Mal auch, ich werde erst nochmal die Hüllen, die Inner Sleeves nochmal testen, aber gleichzeitig auch die Box tatsächlich testen. Dieses Mal mache ich ein kleines Gewinnspiel mit dabei. Und zwar sind diese drei Token mit den drei Sleeves. Die werde ich an einen von euch da draußen verschicken, verlosen. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur das Video liken und einen Kommentar da lassen, ob ihr schon mal von Zauberhand was in der Hand hattet, ob ihr damit schon mal gearbeitet habt oder was ihr davon haltet oder vielleicht sogar was holen wollt. Dementsprechend, wenn ihr da teilnehmt, werde ich eine Woche später mir einen Gewinner hier rauspicken, der dann alle drei dieser Tokens zugeschickt bekommt, weil ich habe jetzt genug. So, dann haben wir hier einmal eine Limited Edition, so eine Pappkarte, All Faces, wo genau alles drauf ist. Genau, hier geht es gratis Inner Sleeve beim Kauf der dritten Generation, also der All Faces, mit dem Rabattcode All Faces. Außerdem kann man 10% mit dem Gutscheincode ZauberhandFan machen. Ist hier noch der andere Code drauf? Ich weiß gar nicht, ob die alle kombinierbar sind. Wenn ja, mit 5% für MTG Player. Wenn die alle kombinierbar sind, dann wäre das schon ziemlich krass. Aber ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja mal testen und mir in den Kommentaren schreiben. Dabei nehmt ihr nämlich auch an einem Gewinnspiel teil. So, genug Werbung dafür gemacht. Gucken wir uns mal hier. Abgesehen davon, dass, oh mein Gott, ich habe es letzte Mal schon gesagt, ich liebe diese Hüllen. Ich finde das Artwork so schön. Und jetzt habe ich hier einmal die Limited Edition Art Sleeves. Und einmal die Box. Ich bin Nummer 151 bzw. 114. Sehr, sehr cool. So, das tue ich mal beiseite, das brauche ich später. Zuerst mal, oh Gott, das, worauf ich mich hier tatsächlich erstmal am meisten freue, das klingt total dämlich, weil ich finde diese Art Sleeves so unglaublich nice. Na, kommt raus, kommt raus, kommt raus. Warum? Ach Gott sei Dank, sie gehen raus. So, auch hier mit diesem inneren Silver Layer, was ich erstmal dachte, das stört mich, aber ich sehe das fast gar nicht. Und dann, oh mein Gott, ja, ja. Oh, dieses Artwork. Ich meine, guckt euch das an. Schöne Regenbogen drin, oh mein Gott, das ist richtig nice. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob ich da dann das Odeja jetzt reinpacke. Wovon ich mal ausgehe, weil das sind die Art Sleeves, die habe ich das letzte Mal schon getestet. Die habe ich immer noch um meinen Garten drum. Ich mische das Deck immer noch regelmäßig und es macht mir immer noch sehr viel Spaß, das Deck zu mischen. Aber ich habe hier auch Basic Line Inner Sleeves Black Background. Ultimative Schutz für deine Kartenschätze. 65x89, was sind die hier? 66x91, oh mein Gott. Das ist ziemlich wenig Unterschied. Die werden wahrscheinlich mit perfekter Passform echt perfekt passen. Und die sind schwarz und die sind, seht ihr das? Die sind voll dick. Uff, okay. Ich habe gehört, dass die recht dick sind. Ich habe die auch mir einmal ganz kurz ansehen dürfen. Aber, oh mein Gott. Die fühlen sich an, ich werde wahrscheinlich geschlagen, wenn ich das sage. Die fühlen sich an wie billige Yu-Gi-Oh! Sleeves. Ich muss was testen, Sekunde. Weil, wer es von euch nicht wusste, ich habe früher Yu-Gi-Oh! Gespielt und ich habe hier meine alten Sleeves, meine alten Karten. Jinzo, First Edition, Curled, Clouded, richtig hässlich. Das will ich jetzt testen. Ne, die sind zu breit und zu kurz. Weil ich habe gesehen, dass Zauberhand auch Yu-Gi-Oh! Sleeves verkauft. Wenn ihr also Yu-Gi-Oh! Spieler seid, guckt da mal rein. Ich dachte ganz kurz, das hier wären die Yu-Gi-Oh! Sleeves statt die Inner Sleeves, aber dem ist nicht so. Das habe ich auch anderes erwartet. So, wir haben hier eine Inner Sleeve und da tun wir jetzt mal ein paar Karten rein. Und zwar habe ich hier meinen Ninja und uff, das passt aber ganz, ganz genau. Wenn man hier oben mal schaut, ist das, glaube ich, sogar minimal zu
kurz. Nee, oh wow, das ist wirklich auf den Millimeter genau. Da fände ich es cool, wenn die ein bisschen länger wären. Ich bin ja ein Fan davon, wenn die Inner Sleeves so ein bisschen drüber hinausschauen. Ja, der geht auf jeden Fall sehr nah unten dran. Es fühlt sich halt echt an wie so eine etwas billigere Sleeves von einer anderen Marke, was nicht schlecht ist. Also das als Inner Sleeves zu benutzen, ist natürlich ziemlich gut. Was ich mich jetzt frage ist, wenn ich die jetzt hier rein tue, weil das dürfte richtig eng werden. Geht aber verdammt gut. Oh mein Gott. War das jetzt Zufall? Ich probiere das jetzt nochmal. Weil normalerweise, wenn man diese Inner Sleeves benutzt, hat man halt das Problem, okay, ein bisschen haken sie, aber nur minimalst, weil sie halt etwas dicker sind. Wow, ich drücke die Karte unten nicht wirklich raus. Man sieht unten minimalst, dass da minimalst was rausguckt. Also minimalst länger. Aber ich kann natürlich erstmal gucken, ob das hier ein Produktionsfehler ist. Weil ihr kennt mich, meine Produktreviews sind zwar meistens gesponsert, aber nie gekauft, weil das würde ich auch nicht zulassen. Ich will meine eigene Meinung sagen, ich will Mangel oder Mängel aufzeigen können und ne, die ist auch super eng. Es ist echt knapp. Ich finde es cool, dass sie dick sind. Sie sind wirklich dick. Ich muss mal gerade was kurz zählen. Sekunde, das ist ein kurzer Cut. Okay, es sind relativ genau 100. Aber es tut man nicht alles für YouTube. Gucken wir uns diese Hülle mal an und versuchen. Also ich kann euch schon sagen, also für eine Inner Sleeve, die ist so viel dicker. Oh mein Gott. Also wer dicke Inner Sleeves haben will. Was ist das denn? Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Das Licht. Geil. Also ihr habt gerade gesehen, was das für eine Kraft war. Und ihr seht das auch in der Hülle, was das für eine Kraft ist. Die Inner Sleeves sind stabil. Oh mein Gott, richtig nice. Ich meine, ich kann jetzt kein Commander-Deck mehr da reinfohlen. Aber der Commander wird sowieso dann immer in der anderen Sleeve sein. Richtig nice. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich werde die mal testen. Und werde dann, wie das letzte Mal auch, ein zweiteiliges Video machen, wo ich euch später nochmal darüber erzähle, wie ich mit den Inner Sleeves lebe und was die so sind. Und die hier werde ich auf jeden Fall auch um den Deck drum machen. Aber das Review hatten wir schon. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auf meinem Channel gibt es das zu gucken. Da wurden dann die Sleeves getestet. Diese wunderschöne Matte wurde da getestet ein bisschen. Und die kleine Second Edition Box. Wir sind aber jetzt hier bei der Third Edition Box. Und die gucken wir uns jetzt mal an. So, alles beiseite geschmissen. Die brauchen wir auch erst später. Oh mein Gott, die passt kaum in meine Kamera rein. Wow, ist die riesig. Die ist aber auch, die ist auch schwer. Und ich habe mein Handy vergessen auszumachen. Es steht schon vieles auf der Verpackung drauf mit 4 Deckboxen, 4x110 plus Karten. Eine Powerbank mit 2 Ports, da bin ich auch drauf gespannt. Integrierte Playmat, bin ich mal gespannt, ob die damit auch dieses Drumherum meinen oder das. Und was haben wir hier noch? Oh Gott, Entschuldigung. Was haben wir hier noch hinten drauf stehen? Oh mein Gott. Konzipiert haben wir schon, Double Sleeved haben wir schon, magnetische Deckel. So wird das gleich aussehen. Habe ich Bock drauf. Hab ich Bock drauf. Gucken wir rein. Dieses Mal konnte ich es einfach nicht, ich kann es nicht länger zurückhalten. Weil das sind so diese großen Boxen. Ich liebe große Boxen. Ich habe kaum einen Nutzen dafür. Aber ich liebe große Boxen. Das ist wahrscheinlich, wie andere Leute Autos mögen. Und einmal hier oben an so einem Griff kann man die tatsächlich nach oben ziehen. Oh mein Gott, die Kamera gehittet. Sorry, die Box ist groß. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal, ich leg das Licht jetzt mal beiseite, das brauchen wir erst später, wenn überhaupt. Eine Matte. Nee. Ah, die Hülle ist die Matte. Oh Gott, die ist größer als die Matte. Die ist, wow. Also das hier ist nochmal extra oben drüber. Das ist riesig. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Oh, die Magnete sind sogar unten. Oh, nice. Oh mein Gott. Also hier ist aber die Matte, hier das schöne Zaubern in der Mitte. Fühlt sich richtig, richtig gut an. Und das äußere Material ist dasselbe wie bei der Zweierbox. Also dieser Jeans-Style, der gefällt mir ja sehr, sehr gut. Ich mag das Material. Und es ist auch, wenn ich jetzt mal so ein bisschen drücke, da ist jetzt keine Ding drin. Man sieht auch, das ist trotzdem sehr stabil. Also klar, hier sind Gelenke drin, klar, aber wenn ich es drücke, da passiert nichts. Oder nicht viel. Die tue ich mal beiseite, weil, oh mein Gott, wie viele Magnete sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vierzehn? 15?
Hier sind alleine 15 Magnete drin. What the fuck? Ich habe das Gefühl, die Leute von Zauberhand mögen Magnete. So, gucken wir uns mal dieses innere Teil davon an. Erstmal, was ich ganz cool finde, hier oben diese Lasche. Die ist halt zum Ziehen da. Die ist ein bisschen dran. Ziehe, die ist sehr, 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 sehr stabil auch. Das finde ich tatsächlich als Tragekomforttasche echt, echt gut. Wenn ich mir angucke, der Kleber ist hier minimalst raus. Man sieht den minimalst, aber das ist jetzt nicht schlimm. Die Nähte sind gut, das Material ist gut. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick auch keinen Produktionsfehler. Das ist ja das, wo ich immer als erstes drauf gucke, weil das ja auch oftmals von Qualität spricht. Gucken wir uns erst die Boxen an. Nee. Erstmal die hier. Ich Powerbank. Ich mag Powerbanks. Sie hat einen Knopf. Und dann leuchtet der Knopf. 250 mA. Nicht schlecht. Mit zwei Anschlüssen und ich weiß nicht, ob das eine Lampe ist, die leuchtet, wenn sie vollgecharged ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt mal ganz kurz die Lampe zeigen nochmal, weil die Lampe funktioniert, die Lampe ist cool. Nutze diese Lampe tatsächlich aktuell nicht in der Deckbox, sondern an meinem Ranzen. Deswegen bin ich ganz froh, eine zweite zu haben. Weil ich habe an meinem Ranzen einen USB-Slot und da kann ich die dann so mir nach vorne setzen und kann meinen Weg damit leuchten. Hiermit habe ich jetzt eine zweite, die ich jetzt auch benutzen kann. Ah, okay. Damit klickt man die an, damit die auch an ist. Okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Auf jeden Fall finde ich das hier mit dem Rausnehmbaren wesentlich cooler wie bei der kleinen Box. Das hatte ich ja schon gesagt. Beiseite damit. Ich finde das übrigens immer noch, dass sie dafür einen Slot haben, immer noch Hammer. Hammer. So, was haben wir noch? Was ist hier drin? Ich weiß nicht, ob man... Da sind Fächer drin. Für Karten. Sekunde. Es tut mir leid, dass ich jetzt meine Yu-Gi-Oh! Karte benutze. Okay. Da ist genug Platz drin, da passt wahrscheinlich auch eine Magic Card. Wahrscheinlich für EC-Karten und so weiter, würde ich jetzt von ausgehen. Dann hat man hier so eine Art Portemonnaie. Gerade für, wenn man mal Commander spielen geht, die Leute haben ja Geld, ist das wahrscheinlich für Kreditkarte, Ausweis, Führerschein. Ganz, ganz nett. Gerade wenn man draußen mal zusammen spielen geht, in dieser Zeit ein bisschen schwieriger, weil es ist dunkel, es ist nass, es ist ein bisschen kalt. Aber hier haben wir noch mehr Platz, das heißt, aber eigentlich müsste ich jetzt mal testen, ob... Hier passen Karten easy rein. Also, da könnt ihr auch Tokens rein tun oder Dinge, die ihr mit euch mittragen wollt. Das passt nicht. Ja, ist wahrscheinlich wirklich für Sachen, die man noch mitnehmen möchte, was ich nicht schlecht finde, für Tauschkarten und ähnliches. Ein Schuwa wäre mir hier noch lieber gewesen. Aber so ist es nicht schlecht. Mehr Platz in der Box ist nie verkehrt. Genau, hier ist die Ding. Was ist das denn? Mist! Was? Okay. Hier ist ein Flaschenöffner. Nice. Erstens, was mir auffällt, da steht kein Zauberhand drauf. Das finde ich sehr schade. Da hätte ich kein Zauberhand drauf gehabt. Ja, der geht bei mir jetzt gleich an einen Schlüssel. Oh, was? Ist das da ein Magnet? Da ist ein Magnet in der Box, hier an der Seite, der den Ring hält. What? Haben wir sonst nichts? Nee. Oh mein Gott, wie nice. Also ich mache ja immer einen Spaß wegen Commander. Und zwar sage ich immer ganz wunderschön. Ein Commander-Spiel funktioniert so, man nimmt sich 5 gute Freunde, in der Corona-Zeit vielleicht weniger, setzt einen Kasten Bier in die Mitte und entweder ist das Spiel rum, wenn der Kasten Bier leer ist oder wenn das Spiel rum ist. Meistens ist eher der Kasten Bier leer. Ich wusste jetzt nicht, dass Zauberhand das ebenfalls so halt haben. Ja, das ist natürlich nice, gerade mit dem Magnet hier. Weil das heißt, da kann man theoretisch auch andere Dinge dranhängen und kann das hier mit dem Magnet einfach easy da rausziehen. Wie ich ja immer gesagt habe, die Leute hier machen sich Gedanken. So, machen wir hochkant. Ihr seht schon, das Ding ist riesig. Gucken wir uns mal hier dieses riesige Würfelfach an. Okay, da ist das Kabel für die Powerbank. Das tue ich mal beiseite. Um das mal begreiflich zu machen, wie unfassbar freaking groß diese Box ist. Das ist eine Sleeve, eine Karte. Also ihr könnt hier auch Tokens reinmachen, ihr könnt hier Würfel reinmachen. Und wenn ich diese jetzt nehme und sie mal grob... Ach komm, was soll der Geiz? Wir nehmen einfach 3 Sleeves. Passen 2 rein, die dritte passt nicht mehr. Wahrscheinlich auch einfach, weil die Box dann zu breit geworden wäre. Aber ihr könnt einen guten Stapel Token da reinmachen. Das ist höher als die Sleeves. Ihr könnt Ersatzsleeves mitnehmen. Ihr könnt Würfel ohne Ende da drin transportieren. Und was mich natürlich jetzt am meisten interessiert, ist... Wie viele Würfel kriege ich denn da rein? Nicht alle. Aber... Wow, das sind eine Menge.
Das sind eine ganze Menge. Wow, guckt euch mal diese Masse an Würfel an. Also das ganze Ding ist riesig, da passen unglaublich viele Würfel rein. Ihr seht schon, das sind die W20 Spindowns, das heißt auch von der Höhe her ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß zwar nicht, warum man so viele W20 Spindowns braucht, aber ich habe es ja auch irgendwie rumliegen. Und dann das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, die kleinen Boxen von Zauberhand. Auch hier mit dieser Commander Sleeve. Sehr, sehr cool, kann man halt den Commander drin einsleeven, wie ich das mit Ojutai auch schon gemacht habe. Und die Zauberhand Box. Ich wollte gerade sagen, Reis ist jetzt kaputt, aber nein, die kann man so öffnen. Oh, guck mal, hier ist ein Stück Faden. Wieder mit 4 Magneten. Dieses Mal sehr, sehr eng, weil man den hier einfach vorne draufkleben soll. Weil das Coole daran ist einfach, wenn ihr jetzt hier 4 Karten drin habt, könnt ihr auch sehen, welche Decks da drunter sind. Es muss nicht immer ein Commander sein. Es können ja auch Signature-Cards sein, wie zum Beispiel Bloodmoon oder Tendrils. Oder eben Soulherder, was einfach ein Keypiece ist, damit ihr genau wisst, was da für ein Deck drin ist. Wenn man es natürlich cool machen will, dann hat man hier irgendwie so einen Token drauf, wie zum Beispiel ein Monarch-Token oder ähnliches. Einfach damit man das benutzen kann, so hey, ich bin der Monarch oder halt den Commander, wofür sie ja eigentlich gedacht ist. Und man sieht dann ganz genau, welches Deck in welcher Hülle hier drin ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Auch, dass die Deckbox mit Absicht ein wenig höher ist, sodass das wirklich ein bisschen Platz hat, aber nicht verrutschen kann, finde ich großartig, gerade weil der Commander auch oftmals eine ziemlich teure Karte ist oder eine teurere Karte oder eine teurere Version einer Karte. Dementsprechend finde ich das super, super cool. Wie gesagt, die Deckboxen sind ähnlich wie die Second Edition, nur halt ohne den zusätzlichen Slot hier mit der Powerbank und der Box und eben etwas enger. Insgesamt finde ich super nice. Und jetzt habe ich Decks geloadet. Jetzt habe ich die Powerbank. Ah ja, da ist ja das Kabel drin. Kabel raus, Kabel hier rein. Dann schmeiße ich mal die Lampe noch hier rein, weil die kann man ja auch drehen. So, und dann mache ich das Ganze mal zu. Und dann habe ich eine noch viel schwerere Box mit den ganzen Decks drin. Aber dafür habe ich ja den Henkel. Und der hält das auch ziemlich gut zusammen. Alles in allem finde ich eine großartige Box. Ich werde die jetzt eine Woche lang testen, werde da ein bisschen was mitmachen, werde die mal auch in den Ranzen werfen, mal gucken, wie die Ecken sich tun und so weiter. Das hier ist ein etwas kürzeres Review. Das ist aber, glaube ich, nicht schlimm, weil wir haben im Endeffekt nur diese große Box und die Inner Sleeves, die wir testen wollen. Und wie die sich schlagen, kann ich euch jetzt erzählen. So, Leute, da sind wir jetzt eine Woche später. Ihr seht, die Box ist hier oben so ein bisschen dreckig geworden. Das kriege ich auch nicht so einfach mit Wasser und so weiter weg. Leider, aber da ist mir was im Ranzen dagegen gekommen. Und zwar Süßkram vom Bäcker. Dass dann die Box natürlich was abkriegt, ist vollkommen normal. Ich habe sie auch als Spielmatte ein bisschen benutzt. Das sieht man auch innen drin so ein bisschen. Aber es ist super, super angenehm, die als Spielmatte zu benutzen. Und ich habe einen weiteren Use rausgefunden von dem Ding. Ist ganz einfach, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr drauf zeigen wollt. Tatsächlich nutze ich das viel dafür, weil ich trinke nicht beim Spielen. Ja, ich habe, wie ihr seht, Decks drin. Hier ohne was drin ist mein Modern Deck. Da, das ist halt sehr klein. Wie gesagt, ich bin ja hauptsächlich ein 80-Karten-Spieler, kein 100-Karten-Spieler. Mein Ojutai hat natürlich hier den Platz drin gefunden, statt in der einzelnen, wie man hier aussieht. Und ja, cool, 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 cool. Was ich nicht so cool fand, war tatsächlich, dass ich diese Teile immer wieder verrutschen muss, weil aus irgendeinem Grund die von Ojutai, die ich von der anderen Hülle wegnehme, also von der kleinen wegnehme, nicht so gut hier drauf hält, wie wenn ich die so rum mache. Wenn ich die so rum drauf mache, hält die nicht, wie man sieht, nicht annähernd so gut. Da müsste ich einfach mal diese andere Commander Sleeve, die auch zur Box gehört, benutzen. Aber das ist jetzt so, ja, dritte Weltproblem. Ich finde auch diese Löcher, ich habe die ganz am Anfang, habe ich die richtig ignoriert zum Greifen. Hier an der Seite sind Greiflöcher. Die habe ich richtig ignoriert, weil ich dachte, so eh nichts Besonderes. Doch, oh mein Gott, das ist so easy, diese Boxen hier rauszunehmen. Dank diesen Löchern. Das ist so angenehm. Ja, dann habe ich mein Flesh and Blood Deck reingetan. Auch hier ganz cool, dass ich da eben auch meinen Captain vorne draufsetzen kann. Ja, auch hier genug Platz tatsächlich. 80er Version, ich sag's euch. 80er Version und ich wäre voll on board. Ja, die Batterie habe ich mehrfach aufgeladen. Ich benutze die mehr außerhalb als innerhalb dieses Produkts. Weil ich einfach teilweise, wenn ich von der Arbeit komme oder ähnliches, einfach dieses Teil in der Tasche habe, weil es einfach eine Powerbank ist. Und ich seit Jahren Powerbanks brauchte.
aber durch den Pokémon Go Hype waren die ja damals schon sau teuer und danach habe ich es nie wieder geguckt. Ja, genau, dann habe ich mein Legacy Deck hier noch drin, mein Espaval. Genau, habe ich extra noch einen Soulhör dafür besorgt, damit ich ihn vorne draufsetzen kann. Das funktioniert ganz gut, wie gesagt, den benutze ich tatsächlich nicht. Ich habe da auch mehrfach meinen Schlüssel drin, den wollte ich jetzt hier nicht drin lassen, weil gehört sich nicht. Dann, was habe ich noch? Hier das Fach. Finde ich cool. Auch hier, ich habe so ein bisschen auch mit dem hier getestet. Passt auch rein, der große. Auch hier passt dieses Commander-Rad leider nicht rein. Ich habe es gerade nicht hier. Aber das passt hier auch leider nicht rein von der Höhe. Es ist wahrscheinlich dasselbe Maß, gerade das Höhenmaß wie in der anderen Box von den Würfeln her. Passt minimalst nicht. Also wenn die minimalst höher wäre, wäre das halt schon cool. Und was ich gerne hätte, wäre, ich hätte ganz gerne so ein Inlay dafür. Also so ein Inlay, was man rausnehmen könnte. Aber so ein Inlay, wo man so einen Trainer drin hätte. Ihr seht ja hier, ich habe Tokens drin. Die benutze ich tatsächlich auch. Double-Sided-Token, meistens für die andere Seite. Und sobald irgendwie mal eine Erschütterung oder ähnliches kommt, sind die halt ganz schnell durcheinander. Die fliegen auch immer wieder in die Ecke, so ist es nicht. Aber sie fliegen halt durcheinander. Es wäre halt cool, wenn hier so ein Inlay drin wäre. Ansonsten mag ich dieses riesen Würfelfach. Ich finde das richtig, richtig nice. Ihr seht, ich habe gar nicht so viele Würfel dabei. Plus halt das Ladekabel. Aber das ist einfach, wenn man das vorne hinsetzt, man hat alles griffbereit, man kommt easy dran. Super, super cooles Teil. Mag ich, dass es so groß ist tatsächlich, statt dass es jetzt zwei kleine wären. Ansonsten, das Fach hier habe ich jetzt tatsächlich hauptsächlich benutzt, um die Lampe durch die Gegend zu tragen, die ich jetzt persönlich noch nicht benutzt habe, weil man trifft sich aktuell so schlecht nachts draußen, wo es kalt ist. Aber wer die Lampe sehen will, wie gesagt, habe ich auch schon gereviewt. Finde ich immer noch sehr, sehr cool, dass sie dabei ist und macht auch, finde ich, sehr viel Sinn. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Karten drin, die ich für ein weiteres YouTube-Video vorbereitet habe. Und da ist mir halt aufgefallen, dass diese Top-Loader, die es hier gibt, einfach easy hier auch reinpassen und man die trotzdem easy rausnehmen kann. Also Transportmöglichkeit für zusätzliche Karten hier drin einfach gegeben. Ihr kriegt so viel in dieser Box. Das ist wirklich, wirklich cool. Ihr kriegt, abgesehen davon, dass da Innovationen dabei sind wie Tragehenkel, diese Löcher zum Reingreifen, damit man die easy rausholen kann, weil das ist schon geil. Und natürlich das obligatorische Zauberhand mit der Commander Sleeve, mit eben der Powerbank und eben die Flaschenöffner. Hier noch Zauberhand drauf, das hätte ich cool gefunden. Mehr Zauberhand braucht das Land. Ja, ich finde die Version super, super cool. Sie gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob ich sie weiter nutzen werde, weil sie doch sehr glücklich ist. Und aktuell durch die Beschränkungen ist es halt so, dass ich nicht so viele Decks mitnehmen muss, sondern wenn ich mich mit einer Person, mit der ich mich treffen darf, treffe, weiß ich auch ganz genau, was wir spielen. Ob das jetzt Flesh and Blood ist, ob das Legacy ist, Modern oder Commander, weil auch wenn das 1v1 ziemlich langweilig ist, alles kein Problem. Grundsätzlich für die Leute, die immer 3, 4 Decks dabei haben, lohnt sich so eine Box auf jeden Fall zu holen. Und selbst wenn ihr nicht sagt, ihr braucht immer so eine große Box, ihr könnt die Karten ja auch einzeln transportieren in diesen kleinen Boxen. Das geht ja auch. Dann lasst ihr die Commander Sleeve weg und ihr habt immer noch eine ziemlich gute Deckbox, die auch einfach... Na? Na? Ja, ja, ja. Lassen wir das. Oh, oh, oh. Was? So habe ich die noch nie da reingetan. Das geht auch, tatsächlich. Aber ich glaube, dann lässt sie sich nicht mehr schließen. Die Deckboxen alleine sind ziemlich gut, wenn ihr damit eure Karten bewegen wollt. Ihr habt ein großes Packen, mit dem ihr die bewegen könnt. Was ich noch super hart feiern würde, wäre irgendwie so eine Zweier-Version davon, die einfach nur das hier ist. Wo dann hier so ein längeres Würfelfach ist. Oder eben eine kleinere Powerbank und hier dann so ein kleines Würfelfach. Also wirklich so eine schmale Zweier-Version, wo man zwei Decks transportieren kann. Wäre auch noch nice. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich die Box schon sehr, sehr cool. Auch hier natürlich... Zauberhand limitiert die Produkte und diese Deckbox auch auf 1000 Stück limitiert. Wie gesagt, dafür bekommt ihr auch immer wieder diese Karten. Jetzt sogar mit Sleeve und ich finde die großartig, dass da auch das Artwork drauf ist. Ich habe irgendwo noch die von der anderen Box rumliegen und hier, die sind von der Qualität, man merkt, dass es die dritte Edition ist, die sind von der Qualität so viel hochwertiger. Hat schon cool und ich mag sowas. Ich finde sowas als Sammelobjekt sehr, sehr cool. Bei den Art Sleeves muss man es mögen. Wie gesagt, irgendwann sind sie halt nicht mehr da. Aber ansonsten finde ich das Produkt sehr, sehr nice. So, und wenn ihr euch jetzt überlegt, dass ihr in dieser Box 4 Deckboxen bekommt, plus eine Powerbank, plus die Outerbox, Hammer für den Preis. Wirklich, wirklich Hammer. Wenn ihr euch jetzt überlegt, die zu holen, entweder schlagt jetzt bei diesem schönen Jeansstoff zu oder Anfang nächsten Jahres kommt die Dune-Version davon. Das ist eine schwarz-goldene Version. Ich blende die mal hier oben ein.
Auch sehr sexy, gerade für jemanden wie mich, der praktisch eigentlich nur schwarz trägt und alles in schwarz oder pink hat. Großartig. Die ist sogar limitiert auf 100 Stück, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat dann aber auch ein paar Extras, wie zum Beispiel hier oben. Das Ding ist dann aus Leder statt aus diesem Stoffmaterial. Und naja, es wurde über die Nähte drüber gearbeitet und es sind Sleeves inklusive, was hierbei zumindest in der Grundversion nicht ist. Es kann natürlich sein, dass Zauberhand wieder Angebote raushaut, wie zum Beispiel solche komischen Codes, die man benutzen kann. Oh, falsche Seite. Ja, komische Codes, die man benutzen kann. Oder eben Angebote macht, wie sie es zu der zweiten kleineren Box jetzt gemacht haben, wo man noch Sleeves und so weiter dabei bekommt. Großartige Firma. Ich drehe das mal so rum. Gerade weil sind aus Deutschland, sind auch gar nicht so weit weg von mir tatsächlich. Finde ich ganz, ganz, ganz witzig. Nochmal vielen Dank dafür, dass ich diese Box angucken konnte. Sie ist einfach zu groß für meine Kamera. Ich hoffe, ich konnte euch diese Box ein bisschen näher bringen. Schaut bei Zauberhand vorbei, wenn ihr diese Box interessant findet, wenn ihr da mal reingucken wollt. Wenn ihr einfach Interesse dran habt, eine große Box mal zu haben, ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, es kommt noch eine Black Version. Die Inner Sleeves sind, by the way, sehr, sehr dick. Sehr, sehr dick. Und das merkt man auch beim Shuffeln. Ich musste sie zum Teil wieder rausnehmen. Gerade beim Commander Deck. Ich habe es nicht mehr gepackt bekommen, mein Commander Deck zu packen. Ich nutze sie aktuell in meinem Modern Deck, weil mit 60 Karten fühlt sich das echt stabil an. Und das ist schon auf jeden Fall eine gute Protection, die ihr da habt, weil die Karte auch ziemlich stiff ist. Aber das war ja, wie gesagt, nur so ein kleines Nebending mit den Inner Sleeves. Ihr habt gesehen, die sind stabil, sie sind halt dick. Sie sind unten her ein bisschen kurz. Halt perfekte Passform. Da hätte ich gerne ein bisschen was Längeres. Ihr habt gehört, was ich noch so zu Verbesserungen hätte oder eben andere Vorschläge. Gegen Ende jetzt nochmal einmal ganz kurz für euch, wenn ihr die drei Token haben wollt. Ein Menschen, ein Wolfen, ein Bestie. 3-3 Bestie, 2-2 Wolf oder 1-1 Mensch. Hier oben seht ihr dann schön die Dinge. Schreibt mir in die Kommentare und ihr werdet auf jeden Fall mit in den Lostopf gehen. Es ist nur eine Kleinigkeit mit den Token, aber es ist immer noch besser als nichts. Und vielleicht könnt ihr mit den Token ja was anfangen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.